Fangen wir heute mit ein paar Kleinigkeiten an. Wir haben schon 1 Uhr durch, den ganzen Tag, nicht halben Tag unterwegs heute. Von daher mal gucken, was wir heute noch so zu Gesicht bekommen. Aber mir geht es im Moment noch ganz gut, trotz des vielen Autofahrens. Ich bin zwar ein bisschen schlapp in dem Sinne, aber ist ja nicht so schlimm. Ich muss hier ja keinen Stress machen. Ne? So, schauen wir uns mal dieses Blatt an. Das ist ein Gummibaumblatt. Ja, Ficus elastica. Das ist so eine coole Sache, dass das tatsächlich genial funktioniert. Wunderschön durchwurzelt mittlerweile auch. Ich bin auch schon überlegt, ob wir ihn bald mal umtopfen, aber im Moment würde ich sagen, geht's noch. Man ist recht fest hier drin schon. Ich hebe mal so ein bisschen an. Ja, ich denke mal, bald können wir ihn umtopfen. Ob es notwendig ist, weiß ich nicht, ne? Aber warum nicht? Mal gucken, wie lange das Blatt sich tatsächlich noch hält. Ich meine, es sieht ja nun mal richtig cool aus, ne? Ein Blatt vom Gummibaum einfach mal in solch einem Töpfchen wachsen lassen. Das ist eine coole Geschichte. Einfach im Wasser bewurzeln lassen und dementsprechend hast du dann eine wunderschöne, ja, einen wunderschönen Gummibaum in dem Sinne als Blatt. Okay, ist so, wie es ist. Biophytum sensitivum, unsere Südseepalme. Coole Sache, ne? Das ist also so genial. Da habe ich noch nichts drunter gemacht. Also ich lasse das auch so. Die Blätter vergehen darunter. Also das ist nicht so das Problem. Solange kein Schimmel auftritt, muss man natürlich beobachten. Ne? Aber es ist schon eine richtig coole Sache, wie dieses Pflänzchen sich hier entwickelt. Nach wie vor, ja, in der Selbstbewässerung. Ich gehe mal eben auf die andere Seite. Dann ziehe ich den mal eben raus hier, unseren wunderschönen Biophytum sensitivum. Oh, das ist schon eine hübsche Pflanze geworden. Ne? Übrigens, auch hier hatte ich Probleme gehabt, als wir den neuen Dünger, die neue Flasche, nicht den neuen Dünger, neue Flasche hatten. Wie gesagt, ich habe die Flasche dann 3, 4 Tage atmen lassen, also offen stehen lassen und dann lief es tatsächlich wieder besser. Also jetzt sieht sie wieder richtig gut aus. Sie hat auch so ein paar blasse Blätter gehabt hier. Am Anfang ist es normal, wenn sie rauswachsen, ist nicht so schlimm. Ne? Aber wenn sie dann ausreifen, dann immer noch gelblich sind, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das war also tatsächlich so gegeben. Hör mal auf, ich ziehe die Hose mal aus hier, dass wir mal genau sehen können, wie es jetzt aussieht. In der Selbstbewässerung, ja, das ist eine coole Sache. Ne? Richtig genial. 400 bis 500 Mikrosiemens, vollkommen ausreichend. Bekommt sehr wenig Licht, steht bei uns auf dem Fußboden hier im Raum. Also ist schon eine geniale Sache, ne? Was das Schätzchen hier mitmacht, wenn es ordentlich versorgt wird. Ja, siehst du wohl. Jede Menge Samenstände hier. Weißt du was? Irgendwann wachsen sie auf dem Teppich, ne? Ist so. Wenn so mal die Luftfeuchtigkeit höher wird, haben wir sie auf dem Teppich stehen. So, in dem Zuge. Zum dem Thema dem Dünger schauen wir uns dann jetzt noch mal hier die Paprika an. Hier ist nämlich genau das gleiche gewesen. Das kann man in den alten Blättern hier erkennen. Die sind also recht blass geworden immer. Und ich habe dann auch schon kräftiger gedüngt. Und ja, auch hier tatsächlich bedingt dadurch, dass der Dünger halt so ge gewesen ist, wie er gewesen ist. Ne? Wie gesagt, ich habe ihn dann 3, 4 Tage offen stehen lassen. Und seitdem läuft es tatsächlich wieder wesentlich besser. Der Neuaustrieb sieht richtig gesund aus, richtig kräftig. Also von daher, ne? Ist so gegeben manchmal. Aber da bin ich auch durch Zufall drauf gekommen, glaubst du wohl, ne? Weil es mir schon das zweite Mal passiert ist. In dem Sinne. So, und dann kommen wir zur Mango. Ich werde sie heute noch drin lassen. Ich werde heute nichts Praktisches machen. Ganz einfach, um mir ja, in Ruhe was machen zu können. Der Austrieb hat sich jetzt nach seitlich gerichtet, bedingt dadurch, weil das ja flach in der Schale lag, das Ganze. Und diese komische Auswucherung hier, die ist tatsächlich vertrocknet. Bedingt dadurch, dass sie jetzt alle trockene Luft gekommen ist. Also war es tatsächlich Zellwachstum der Pflanze in dem Sinne auf dem Blatt. Ist so, wie es ist. Ich lasse sie, wie gesagt, hier jetzt nur drin liegen, in dem Schälchen. Und bei jedem der Zeit werden wir dann gemeinsam einpflanzen. Ja, so ist das im Pflanzenreich. Manches passiert einfach ganz plötzlich. Aber das mit dem Biophytum sensitivum, das ist schon eine richtig coole Sache. Ne? Richtig genial. So pflegeleicht. Ja, hat zwischendurch mal rumgezickt. Ne? Wie gesagt, man muss da gucken, wo kommt es her, wo dran liegt es. Ne? Ganz wichtig zu gucken, dass man nicht zu viel und nicht zu wenig gedüngt hat und dementsprechend, dass dann, wenn man einen neuen Dünger verwendet, das war der Compo Complete, ich zeige noch mal kurz, dass der also dann tatsächlich, das ist die neue Flasche hier, dass der ist der gleiche Dünger wie vorher, ne? Also ist kein anderer oder so, dass der tatsächlich, wenn man den frisch verwendet, anfangs die Pflanzen Probleme damit haben. Ist bei uns tatsächlich so gewesen. Und das, wie gesagt, das zweite Mal schon. Ne? Bei der Flasche davor war es genauso gewesen. Und dann plötzlich irgendwann war es dann wieder verschwunden. Bis ich dann auf die Idee kam, komm, lass die Flasche doch einfach mal offen stehen. Ja, und dann weiß Bescheid. Ne?
läuft es wieder besser. Ist schon merkwürdig. Okay, das nehmen wir einfach so mit, weil es eben so ist. Das sind so Faktoren, die hier auftreten. Ob das bei euch auch so ist, weiß ich nicht. Aber das, vielleicht kann man das eine oder andere dementsprechend schon mal davon dann tatsächlich mitnehmen. Okay. Bevor ich es jetzt vergesse, ne, der hat heute Morgen erst einmal was gekriegt. Vorhin dann dementsprechend nochmal, also ich habe ihn eingesprüht, bevor ich gefahren bin, dann jetzt zur Mittagszeit nochmal und jetzt ein zweites Mal direkt hinterher, dass das schön feucht wieder wird hier. Also der Stein in dem Sinne und der Wurzelbereich, schon ganz wichtig. So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, also ich muss schon sagen, das mit dem Gummibaum ist wirklich eine mega fantastische Sache. Wir haben ja damals versucht, den die Stecklinge zu vermehren. Das erste Mal damals war noch im alten Haus. Das war unheimlich schwierig. Da sind uns die auch verfault und hast du nicht gesehen, bis wir dann dazu übergangen sind, das reine Wasser zu verwenden. Und dann wurde es ja sowieso alles einfacher in dem Sinne. Ne? So, Gummibaum. Jeder kennt sie voraussichtlich, gehe ich mal von aus. Ne? Allerdings voraussichtlich nicht auf diese Art und Weise hier in der Wasserkultur. Ich habe es gestern auf Instagram schon mal wieder gezeigt. Ganz einfach, weil das so fantastisch anzusehen ist. Ne? Das ist fast unglaublich, dass eine Pflanze nur im Wasser wächst. Ne? Nee, nicht nur. Ohne Nährstoffe wächst nichts. Auch hier bei 400 bis 500 Mikrosiemens circa. Auch hier tatsächlich mit dem Compo Complete. Allerdings, die meisten wissen es. Wo habe ich es jetzt liegen? Wechseln wir den Dünger jetzt. Und zwar verwenden wir diese Woche beispielsweise wieder den Compo Complete. Nee, nicht beispielsweise, sondern diese Woche verwende ich ihn. Und nächste Woche den Compo Grünpflanzen- und Palmendünger. Das mache ich also wirklich im Wechsel. Eine Woche lang, ne? Und dann die andere Woche halt den anderen Dünger. So kann man sich das auch am einfachsten merken. So, was haben wir jetzt hier drin gegeben? Ja, knapp 700 Mikrosiemens. Ich drücke mal eben auf Hold. Knapp 700, ne? Also da muss man schon aufpassen, dass der Wert nicht zu hoch kommt. Ich fülle hier stetig nach, im Prinzip alle 3 Tage, in etwa, dann manche auch alle 4 oder 5 Tage, damit da also ständig die Wurzeln ständig im Wasser sind. In dem Sinne verbraucht nämlich sehr viel Wasser. Also in 3, 4 Tagen ist ungefähr 1/3 bis 1/4 ungefähr verbraucht tatsächlich. Ne? Und das fülle ich danach wieder bei 400 bis 500. Und wir sehen, der Wert steigt mit der Zeit an. Also kann ich das nächste Mal entweder reines Wasser nachgeben oder, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was Tatsache gegeben ist, gieße Wasser raus und gieße einfach komplett neues Wasser rein bei ca. 400 bis 500 Mikrosiemens. Das klopft gerade. Weiß Bescheid, so ist das, ne? So, geh gleich weiter. Ja, so kann es gehen. Ich bin da gleich noch mal kurz weg. Ich mache das noch kurz zu Ende, dann habe ich das gleich fertig. Es gibt gleich nämlich Pizza bei uns oben und von daher. Aber ich wollte es euch noch mal etwas näher zeigen, weil es ist schon ein geniales Phänomen. Ne? Also, dass wir tatsächlich Gummibäume so im Wasser kultivieren können, können wir sicherlich noch mit anderen Pflanzen, ganz klarer Fall. Im Normalfall gibt es ja für die Hydroponik, in dem Sinne ist das ja Hydroponik, ne? Spezielle Dünger. Aber wie wir sehen, tatsächlich funktioniert das auch hier mit dem Compo Complete. Das ist eine richtig coole Sache. Durch Zufall entstanden, weil ich habe ihn damals im Wasser bewurzeln lassen. Ne? Ungedüngt, ganz klarer Fall. Und dann stand er hier rum. Stand rum. Und war, glaube ich, 2018 oder so war das gewesen. Und vor etwas über ein halbes Jahr habe ich dann angefangen, ihn tatsächlich zu düngen. Mit dem Compo Complete regelmäßig dann dementsprechend auch. Und seitdem hat er sich sehr gut entwickelt und präsentiert sich heute jetzt so, wie er da steht. Das ist also eine richtig coole, mega coole Sache. Ich kann es dir immer wieder zeigen. Das ist so, ja, schon fast berauschend, kann man sagen. Das ist so herrlich. Okay, also 400 bis 500, tatsächlich haben wir jetzt 700 hier drin gegeben, also aufpassen, dass der Wert nicht so hoch ansteigen. Ansonsten würde ich sowieso generell raten, alle 2 bis 3 Monate das Wasser einmal komplett zu wechseln, also komplett sauber zu machen, hier die ganze Geschichte, und dann dementsprechend neu zu befüllen. Spätestens wenn einem die Pflanze das zeigt, wenn sie anfängt rumzuzicken, weiß Bescheid, dann unbedingt nachgucken. Ich meine, ist schon auch mit dem Topf hier, das sieht schon hammermäßig aus. Ne? Ich glaube, die hatten noch einen gehabt, ich muss gucken, wenn ich Zeit habe, wie ich so einkaufen fahre. Voraussichtlich Montag nochmal hin. Ich sage jetzt erstmal nicht, wo ich den her habe. Hey, lol, weil sonst ist er nämlich nicht mehr da. Dass ich die mir noch hole. Weil die sind echt schon hübsch, ne? Richtig hübsch. Okay, also ich ziehe mir jetzt eine Pizza rein. Nicht die ganze, die anderen wollen ja auch was essen, ne? Und dann geht's gleich weiter. Vielleicht gehe ich heute auch gar nicht schlafen, weil irgendwie habe ich gerade so richtig Bock. Aber nach dem Essen weiß Bescheid, ne? Jo, schauen wir mal. Ich habe jetzt gerade ein bisschen reines Wasser hier nachgefüllt. Wir sind jetzt bei 600 Mikrosiemens. Das ist okay. Das heißt, in 3 Tagen werde ich es nochmal mit reinem Wasser auffüllen. Sind wir ungefähr bei 500 Mikrosiemens. Und dann wird es weiterhin bei ca. 500 Mikrosiemens tatsächlich gedüngt. Aber das ist schon eine coole Sache.
Richtig genial. So ganz kurz gezeigt unseren Weihnachtsstern. Mal so als Update gezeigt. Dem geht es auch richtig gut mittlerweile. Hat ja auch ein bisschen rumgezickt gehabt, ne? Bekam auch gelbe Blätter. Jetzt läuft es wieder richtig rund. Also weiß Bescheid, ne? So ist das manchmal. Wir gehen jetzt kurz in den anderen Dschungel. Das heißt kurz, wie lange weiß ich nicht genau. Dann gucken wir uns da noch ein paar Sachen an von der Entwicklung her. Ja, das machen wir jetzt mal gemeinsam. Also ist schon cool, ne? Dass man, ja, was heißt cool? Ich meine, ich hatte so viel gerätselt, getan und gemacht und ich zeige die beiden Dünger jetzt nochmal im Zusammenhang in dem Sinne. Einmal den Compo Complete und einmal den Compo Palm- und Grünpflanzendünger, die wir jetzt im Wechsel, wie gesagt, verwenden. Es ist also tatsächlich so, ne, wenn der neu ist, besten aufmachen und lassen mal 4 Tage stehen, dass er atmet in dem Sinne, ne? Also dann läuft es tatsächlich wieder richtig rund. Okay. Dass wir das also, ja, so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ne? Es muss nicht unbedingt daran gelegen haben, aber die Fakten zählen dafür. So ist das nun mal, ne? Machst du nichts. Also, ich habe es schon 2-mal erlebt, von daher. Okay, aber was soll's, jetzt läuft es richtig rund. Ich meine, das sieht ja nun mega, jo, also richtig genial aus. Wächst tatsächlich besser als in der Erde bald. Okay. Im neuen Dschungel. Ja, dieser Raum, der macht unheimlich viel Spaß. Es ist so schön anzusehen. Hier nochmal der Seemandelbaum. Das ist jetzt der neue Trieb, der sich ausbildet. Richtig genial, ne? Schießt einfach so mal in die Länge und plupp, macht er dann einfach mal irgendwie so, ne? Als würde eine neue Pflanze darauf entstehen. Auch hier genau das Gleiche, ne? Der lange Pin, auch hier der lange Pin. Und dementsprechend wächst er dann ganz normal wie eine, ich sag's mal, wie eine normale Pflanze. Lol, ne? Ja, die Pflanze hat schon... Ja, sehr interessante Erscheinung, muss ich sagen. So, die Monstera Thai Constellation sieht nach wie vor aus, wie sie vorher aussah. Außer, dass der Neuaustrieb halt jetzt ja, so langsam richtig in Gange kommt hier. Ah, das ist schon schön. Da freue ich mich drauf, wenn das Blatt sich tatsächlich entfaltet. Nicht tatsächlich, sondern wie es dann ausschaut in dem Sinne. Das meinte ich damit. Ne? So, die andere Monstera. Deliciosa mit ihrem neuen Blatt hier. Kann man es so am besten erkennen oder so. Ist auch manchmal ein bisschen schwierig. So kann man es ganz gut erkennen. Ne? Das läuft nach wie vor richtig genial. Dann gucken wir auch nochmal die Wurzel an, wie die aussieht, dass man das verfolgen kann, wie die wachsen und wie schnell die wachsen in dem Sinne. Das läuft auch richtig genial. Dann hier das Baby, was wir damals abgeschnitten haben, abgetopft. Nicht abgeschnitten, abgetopft. Das läuft tatsächlich besser als im Wasser. Du kannst sie auch im Wasser bewurzeln lassen. Aber wenn du so große Blätter hast und die im Wasser bewurzeln lässt, die Pflanze kriegt Schwierigkeiten, wenn du sie einpflanzt dann dementsprechend. Von daher von vornherein gleich im Topf bewurzeln lassen und dementsprechend dann einfach eintopfen. Ne? Also ist eine richtig coole Sache. Gegossen habe ich heute übrigens noch nicht. So, hier bei der Neuaustrieb nochmal kurz gezeigt, dass wir den nochmal nehmen können. Wie das so ausschaut. Hallihallo. Ey, der Spiegel ist cool. Ich wollte eigentlich mal woanders hingestellt, aber ich finde das so schön. So hinten in der Ecke, ne, ist eine coole Sache. So, ansonsten hier unsere Flamingo-Pflanze. Wächst auch nach wie vor. Wunderbar. Richtig genialst. So, Banane. Das Blatt ist ja schon ausgerollt, ausgereift. Also warten wir jetzt auf ein neues Blatt dementsprechend. Oh, das ist schon schön. Wieder gegossen habe ich heute noch nicht. Ne? Von daher muss ich nachher nochmal nachgucken, wie das dann aussieht. Hier unsere Alocasia Stingray mit ihrem neuen Blättchen. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich hier gehe. So, das neue Blatt ist ausgerollt hier von der Monstera. Ist tatsächlich aber ein grünes Blatt. Hier ist eine leichte Panaschierung. Mal gucken, wie das dann mit dem hier aussieht. Braucht ein bisschen länger, bis er hochkommt, aber kommt auch. Ne? Das läuft auch genial. So, hör mal auf. Ich mache mal kurz Licht aus, wollte ich sagen. Lol, Wind aus. Obwohl das schön ist jetzt. Hier drin ist muckelig warm. Ne? Also hier haben wir bestimmt 23 Grad. Mit Sicherheit. So, das neue Blatt ist jetzt fertig in dem Sinne. Ausgestreckt. Auch hier warten wir dann auf den Neuaustrieb. Ob sie tatsächlich auch hier im Haus blühen können. Also das wäre natürlich genial, ne? Wenn das passieren würde in dem Sinne. Hier nochmal kurz die Zwergbanane. Die macht sie jetzt auch wieder gut. Er hat ja extremst rumgezickt unter dem starken Licht. Und hier läuft das richtig. Richtig genial. So, hör mal auf. Boah, ich bin so aufgeregt gerade. Warte mal, ich mache mal kurz Pause. Die Papaya wächst nach wie vor wunderbar. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt hier besser funktioniert. Die alten Blätter nach wie vor. Ne, ist so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Müssen wir abwarten, ob sich das dann hier tatsächlich unter dem neuen Licht, in dem Sinne dann, wenn ich es dann habe, besser läuft in dem Sinne. Ne? Kurz die Pistazie gezeigt, da geht es nicht so gut, stand ja früher im anderen Raum, da ging es ja auch nie wirklich gut, ab und zu ist sie mal gewachsen,
Ja, ich glaube, wir machen mal einen Neustart mal. Ne? Hier sind auch ein paar Blätter, die sind schon richtig dröge. Ein paar sind auch schon abgefallen. Hier ist ein Neuaustrieb, der sich auch nicht so wirklich gut macht hier. Ja. Auf. Ich glaube, den nehmen wir nächstes Mal raus hier und werden ihn mal komplett neu starten in dem Sinne. Ja, doch, das ist besser, weil es macht keinen Sinn mehr wirklich. So, hier unser Sternfruchtbäumchen. Den hatten wir zurückgeschnitten. Befindet sich wieder wunderschön im Austrieb. Richtig genial. Das Glücksbäumchen Brachychyton nach wie vor im Ruhezustand. Wunderschön ausgereift, die neuen Blätter, die herausgewachsen sind. Und die sind auch richtig schön herausgewachsen diesmal. Die hat er auch unter dem starken Licht hier, was gerade an ist zur Mittagszeit, tatsächlich gelitten gehabt. Ne? Das ist so. Es ist einfach manche Pflanzen zu stark. Insbesondere hier bei den Zimmerpflanzen. So, die Avocado macht sich nach wie vor relativ gut. Gibt es jetzt keine große Veränderung. Die hatte ich heute Morgen übrigens gegossen und die ist schon wieder trocken. Sie steht jetzt aber auch mehr im Winde in dem Sinne. Das eine Blatt hier nach wie vor geht zurück. Nach wie vor bin ich am Überlegen, ob ich sie jetzt mal dünge oder nicht. Aber kann ich immer noch. Läuft ja nicht weg, weiß Bescheid. Ne? Denn der Samen ist nach wie vor noch knackig. Ne? Ja, müssen wir abwarten. Manchmal sollte man nicht zu schnell eingreifen. Ne? Wir warten jetzt auch erst den Neuaustrieb. Das sieht soweit ganz okay aus. Ne? Da kann man keine Mangelerscheinung direkt erkennen. Und wir haben ja auch, nee, hier haben wir noch gar nicht gedüngt. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja den neuen Dünger schon in der Anwendung, aber haben wir hier noch gar nicht. Von daher ist es soweit ganz okay. So, die Litschi, das läuft auch richtig gut hier. Hat auch ein neues Blatt im Austrieb hier, in Ausbildung in dem Sinne. Das Schätzchen, unser, oh, ich muss mal Justin, oh, Breiapfel. Der hat nach wie vor Mangelerscheinungen. Also da müssen wir auch noch mal genauer hinschauen jetzt. Ne? Ich habe ihn auch schon stärker gedüngt. Ja, das ist halt bedingt durch den anderen Dünger. Ne? Den habe ich allerdings gieße ich und dünge ich nicht so oft. Kann sein, dass er vielleicht von den neuen Dünger noch nicht so viel mitbekommen hat, dann jetzt, nachdem er geatmet hat in dem Sinne. Auch hier müssen wir mal näher hingucken, würde ich sagen. Besser ist das manchmal. Ne? Einfach mal ganz genau hinschauen. Genauso bei der Sibrina hier mit dem neuen Blatt, das auch wunderschön geht. Boah, unter der Sonne ist aber heiß hier, du alter Schwede. Boah, wenn man sich da drunter legt, ob man da wohl auch gebraten wird. Das wäre ja mal ein Test wert, wa? Aber nee, besser nicht. Muss nicht sein, nicht unbedingt. So, die Vanille küsst sich hier mit der Monstera. Ist wieder mega cool herausgewachsen. Also werden wir wohl bald wieder runterbringen hier, damit das hier unten weiter dicht zuwächst. Lass mal rauswachsen, bei gegebener Zeit bringen wir es wieder runter. Haben wir bisher so gehandhabt, machen wir auch weiterhin so. Die anderen Vanille, die können da oben hinwachsen. Die machen sich auch richtig gut. Ja, siehst du wohl. Sind wir schon wieder am Ende hier. Ja, damit haben wir auch soweit alles durch. Ne? Haben hier nochmal kurz gezeigt, die Spuckpalme. Ja, sie hat doch wieder den Austrieb nach oben gerichtet. Das ist jetzt das neue Blatt, was rausgewachsen ist hier oben. Da. Ne? Und hier kommt, warum stellen die richtig scharf? Und hier kommt schon wieder ein Blatt aus der Spitze rausgewachsen. Er sollte sich ja eigentlich verzweigen. Er hatte auch den Anreiz dazu gehabt, aber er schießt dann jetzt doch wieder nach oben. Okay, ich lasse es jetzt erstmal so, lasse zwei, drei Blätter rauswachsen und gegebenenfalls, wenn wir da nochmal eingreifen, um ihn dann vielleicht doch noch zum Verzweigen anzuregen. So, übrigens die Efeutute Enjoy, der gefällt es richtig gut hier mit dem Licht, richtig gut. Die macht ganz hübsche Blätter, richtig schön kräftige Farbe. Die wird auch bei 400 bis 500 gedüngt, müsste ich aber auch mal nachmessen, wie lange Zeit nicht mehr gemacht. Die macht sich jetzt richtig schön, ne? Also der gefällt das Licht hier richtig gut. Also das Normale in dem Sinne jetzt, was wir jetzt verwenden, ne? Diese Sansi 36 Watt LED. Ja, also vor allem die hängen hier oben an der Decke. Ne? Die hängen jetzt nicht an den Pflanzen direkt drüber oder so, sondern alles schön unter der Decke. Und das klappt genialst. Das ist eine. Ach, guck mal. Unser Kaffee treibt hier oben auch wieder aus. Siehst du wohl. Ich muss gerade überlegen, ob ich den mal wieder ein bisschen dunkler stelle hier. Der mag es nämlich eigentlich nicht. Ups, sorry. Der mag es eigentlich nicht, wenn er so starkes Licht bekommt. Ich hatte ihn jetzt mal drunter gestellt, damit er mal ein bisschen Kraft tanken kann. Boah, ist auch heftige Farbe, ne? Heftige Farbe, alter Schwede. Das Weiß, was hier drauf schimmert, das ist Staub. Da der Staub, das ist bedingt halt durch den Ventilator. Wenn ich hier durchlatsche, ne, dann wird das alles aufgewirbelt und dann fliegt das hier halt durch die Luft. Das ist mal so, ne? Wenn man einen Teppich hat. Okay. Ach so. Guck mal da. Ich werde mal gucken. Ich werde es auch machen, Film. Wenn es okay ist, dann zeige ich euch das gleich. Wenn nicht, dann.
Eben nicht, ne? Das weiß ich manchmal nicht vorher. Also mache ich jetzt erstmal Päckchen auf. Komm, ich zeige es noch einmal ganz hier. Einmal noch, weil sie so wunderschön ist. Die Monstera Thai Constellation. Okay. Peperomia. Nein, Pilea peperomioides. So. Pass auf, wir haben sie jetzt unter schwächerem Licht und ich bin also doch schon sehr überrascht tatsächlich, wie das Wachstumsverhalten sich jetzt verändert. Ich hatte es ja gestern schon bei der anderen gezeigt, bei der großen, auch hier der Neuaustrieb. Wenn man das jetzt so genau erkennen kann. Also sie sind schön glatt jetzt, die neuen Blätter. Nicht mehr so arg gewellt wie damals. Also das scheint jetzt mit weniger Licht tatsächlich besser zu klappen. Ja, so ist das manchmal, ne? Ein Faktor verändert und schon läuft es rund. Aber richtig rund, das ist cool. Siehst du wohl, ne? Wartet man einfach mal so ein paar Wochen ab und dann siehst du tatsächlich schon ein Ergebnis. Ja, also das ist mal richtig genial, dass das tatsächlich funktioniert mit weniger Licht, ne? Und schon sehen die Blätter wesentlich besser aus. Okay. So, dann kommen wir jetzt zu dem Brief von der lieben Susanne aus Tannheim. Pass mal auf, ich wollte überlegen. Ich schiebe mal den Carport ein bisschen weg hier, dass wir vielleicht die Banane ein bisschen besser sehen können. Du mal dahin, so siehst du wohl. Du überlegst, dass das Riesenteil immer noch in dem kleinen Pott steht und nicht mal umfällt, ne? Das ist schon eine heftige Sache. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier drin haben. Kriege ich das so auf? Ja, ne? Aber sicher doch, siehst du wohl. Toll, das klebt mit alle ohne Finger hier. So, aufregender Tag heute gewesen. Also das ist, ne? Kinder mit Augenarzt, weil ab und zu muss halt mal neu gemacht werden, ne? Das ist nun mal so. Aber da geht schnell mal ein halber Tag rum. Ach, guck mal. Hallo Detlef, es hat mich gefreut, dass mein kleiner Brief dir und den Zuschauern gefallen hat. Mit meiner Handschrift gebe ich mir gerade etwas mehr Mühe. Das kann man tatsächlich sehen, weil ich lese es jetzt das erste Mal, ne? Weiß Bescheid, liebe Susanne. Da ich die Sweet Mango erst ein paar Tage später gegessen habe, als ich den Brief versandt habe, kommt der Kern nun heute zu dir. Okay. Habe ihn mit Leitungswasser abgewaschen und an der Luft trocknen lassen. Okay. Die Mango ist kleiner als die herkömmliche, daher der Kern auch. Vielleicht entwickelt sie sich bei dir ja auch etwas anders als die anderen. Ganz liebe Grüße, Susanne. PS, alles Gute für dich und deine gesamte Familie. Ganz lieben Dank, Susanne. Ganz, ganz lieben Dank. So, dann wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Ein getrockneter Kern. Eigentlich darf man ja gar nicht trocknen in dem Sinne, ne? Ah, okay. Er befindet sich also noch in der Hülle, in dem Sinne, ne? Ich halte ihn jetzt mal hier vor. Ich glaube, da kann man es am besten erkennen. Ist also recht klein. Ich würde sagen, ich schmeiße ihn jetzt erstmal ins Wasser, damit er ein bisschen, also die Hülle ein bisschen feuchter wird. Lol, ins Wasser schmeißen, um es feuchter zu machen. Ne? Den ein bisschen aufquillt, damit das hinterher nicht so hart ist. Und dann würde ich sagen, machen wir das Schätzchen morgen auf, gemeinsam. Susanne, machen wir, ne? Okay, so, reicht für heute. Weiß Bescheid, winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung oder in dem Sinne eure Unterstützung. Ja, das ist eine richtig coole Sache. Es macht so viel Freude, jeden Tag aufs Neue sich die Pflanzen anzuschauen, zu beobachten, zu gucken. Die Reaktionen der Pflanzen, das sind natürlich Sachen, die nimmt man im Laufe von Wochen mit, ne? Nicht von einem Tag auf den anderen. Da passiert meist gar nichts, ne? Aber im Laufe von Wochen kann man tatsächlich, je nachdem, welchen Faktor man verändert hat, dann dementsprechend die Veränderungen später auch begleitend sehen. Bei unserem Jackfruit Tree war es so gewesen, der hat auch umgezickt. Der hatte auch gelbe Blätter bekommen im Austrieb. Das ist jetzt auch vorbei. Er fängt tatsächlich an, wieder grün zu werden. Also ist schon interessant. Jetzt haben wir also schon einige Pflanzen gesehen, bei denen dieser Faktor aufgetreten ist, nachdem ich den Dünger, also die neue Flasche, verwendet habe. Und nachdem ich, wie gesagt, das Ganze jetzt habe mal ja, in dem Sinne, ne, atmen lassen. Dann läuft es mit dem Dünger richtig gut. Aber das habe ich schon mal erlebt damals, als ich die Flasche davor gekauft hatte. War das Problem genau dasselbe. Da hatte ich mich auch gewundert. Ne? Und dann mit der Zeit ging es dann wieder und es ging dann auch wieder weg und es wurde alles wieder normal grün. Also das ist schon eine sehr interessante Sache. Wobei, so wie ich jetzt erfahren habe, gibt es mittlerweile einen neuen, also ja, eine Abwandlung von diesem Dünger. Den habe ich aber leider noch nicht. Den kann ich noch nicht austesten. Von daher, oh, mal gucken. Ne? Nicht alles auf einmal. Es läuft uns ja nichts weg in dem Sinne. So.
Susanne, dann schmeiße ich den mal ins Wasser. Und ich denke mal, morgen oder übermorgen gehen wir an das Schätzchen dann ran und dann gucken wir mal, wie wir ihn zum Keimen bringen. Das wissen wir ja schon. Ne? Aber ich meine, wie lange es dann dauert. Beim einen hat es ja nach 10 Tagen, ja gut, jetzt 11 Tage. Ja gut, nach 10 Tagen hätte man schon einpflanzen können, rein theoretisch. Den haben wir ja gestern rausgeholt. Nach 10 Tagen, das ist schon Hammer, ne? Nach 10 Tagen. Also das habe ich auch noch nicht erlebt bei der Mango. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht für heute. Nochmal ganz kurz gezeigt hier unseren wunderschönen Ginkgo Biloba. Oh, das ist auch so schön, ne? Dass das hier im Haus wächst. Ne? Ja, Kurztagspflanze im Winter, bis er wieder austreibt und dann kannst du wieder ganz normal düngen und dann wachsen lassen in dem Sinne. So, okay. Oh, das ist schon ein schönes Bild, ne? Das macht schon richtig Spaß mit den Zimmerpflanzen jetzt hier, das sage ich dir. Ist noch ganz anders als früher, als wir angefangen sind. Du, und überlege, im alten Haus damals, ja, ne, so einen kleinen Tisch gehabt und da waren so ein paar Pflänzchen drauf, wo wir dann was gemeinsam gemacht haben. Dann kam hinter die Anzucht aufs Aquarium dann, ne, und dann wurde es immer voller. Und naja, und dann ging es hier hin und hier ging es dann richtig los. Nicht hier in dem Zimmer, sondern in den anderen beiden Arbeitsräumen. Ne. Das ging dann ratzfatz. Da hat sich also enormst viel entwickelt. Vor allen Dingen, was wir lernen durften in der Zeit. Ich auch, weil ich lerne ja durch das Machen. Und das, denke ich mal, wird bei euch dann genauso sein. Ne? Einfach mal machen, nicht lange lachen, weißt Bescheid und dann erfährst du ganz viele Sachen in der Thematik, wenn du dich einfach damit beschäftigst. Ne? So ist das im Leben. Das ist aber mit allen Sachen so. Ne? Man weiß nicht alles, aber man kann sich Wissen aneignen. Okay.